Klapp, Action, die zweite. Nee, also, schönen guten Abend, meine Lieben. Wir haben heute den 16.10. Viertel nach acht. Mein Mann hat heute frei und hat gesagt, Schatz, was wollen wir machen? Und ich natürlich gesagt, ja, Schatz, hast vielleicht Lust mit mir zum Action? Sagt er, ja, klar, gut. Waren wir also beim Action. Nach dem Action gehen wir mal zum Holzhafen, haben was hingesetzt und eine Cola getrunken, bla bla bla. War schön. Auf jeden Fall habe ich gut abgesahnt, finde ich. Ich weiß nicht, ob da neue Sachen bei sind oder nicht. Das müsst ihr dann selber entscheiden. Auf jeden Fall für mich habe ich guten Fang gemacht und ich finde die Sachen toll. Sonst hätte ich sie mir ja nicht gekauft. Fangen wir mal hier oben an. Von oben nach unten arbeite ich mich wieder runter. Das hier, das werden zwei Boxen für meine nächste Verlosung. Und zwar will ich davon so ein Farbthema machen. Also Sachen, die zusammenpassen. Da gibt es doch so ein Wort für, wenn man die hier beschmückt und so. Da komme ich jetzt natürlich nicht drauf. Also ich will die schön schmücken, mit Steinchen und so raufkleben und dann was reintun und dann möchte ich die an euch weiter verschenken. Genau, dafür habe ich die gekauft. Seite. Dann habe ich 59 Cent, kosten die beim Action, mit zwei Kugeln gekauft. Das sind warte mal, ich möchte das mal eben wissen, wie viel Zentimeter Durchmesser der hat. Ich glaube 10. Ja, sogar 12, glaube ich, 12 Zentimeter Durchmesser. Und davon möchte ich ein Diary Glücksbäumchen machen von den beiden. Genau, weißt du, mit Rot, mit Blümchen da so. Ja, genau. Weil zwei, also die haben noch mehr, aber zwei Stück haben mir erstmal gereicht zum Ausprobieren. Deswegen durften die auch noch mit. Dann habe ich entdeckt Funny Gummy. Und zwar dieses Dunkelblau. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, dass ich das noch nicht habe. Ja, nur die Farbe, weil alle anderen Farben habe ich jetzt doppelt und ja, doppelt und ja. Genug. Milo sein Leckerli. Ja, du wartest schon hier. Einen kannst du haben. Bitteschön. Feini, feini. So. Ja, ich habe ihn zwei Tüten geholt. Die eine ist schon auf. So. Dann habe ich nochmal zweimal Lichterketten 20er, 99 Cent. Da mache ich gerade so Gläschen, so ein Windlicht, wo dann halt gemütlich sein soll. Und da kommt dann so eine Lichterkette rein. Das sind diese Moosgummirosen. Die hatten leider nur die und die. Ich könnte mir die auch bei Ali bestellen. Aber so teuer waren die jetzt nicht. Und ich wollte die mal anfassen und gucken, wie die sind. So bei Ali würde ich mir die noch bestellen auf jeden Fall. Den Tipp hatte, ich habe so eine Seite von, wie heißt nochmal, die gute Rehauge. Von Rehauge hat mir so eine Seite gezeigt und da kann ich mir die denn bestellen. In anderen Farben noch. Aber jetzt habe ich erstmal die beiden. Ich glaube, die werden auch nicht reichen für so ein Ding da, aber egal, habe ich trotzdem mitgenommen. So. Nee, Milo, jetzt warte mal eben bitte. Was ist das? Ach, Diamond, das liebe ich ja so. Habe ich einmal die Farbe. Und einmal Gold.
Geht immer. Für Vintage oder so. Für Weihnachten. Ein Eyebrown für Augenbrauen anmalen. Braun in Braun habe ich mir geholt. Ja. Eigentlich wollte ich dieses Augenbrauen-Gel haben vom Action. Weil ich dachte, das färbt. Also, dass die dann so bleiben, wenn man sich wäscht und so. Aber den hatten sie nicht da. Dann habe ich jetzt diesen hier mitgenommen. Hat sogar gleich noch einen Anspitzer mit dabei. Für 89 Cent oder so. Unterm Euro. Milo. Zwei Marzipanbrote. Ich bin auf Diät und Schatz packt immer so leckere Sachen ein. Aber die werden ja nicht schlecht. Dann, boah, das ist echt empfehlenswert hier. Afrika von Axe. Das riecht so lecker. Wenn er das drauf macht, dann kann ich den ganzen Tag hinter ihn herrennen. Das ist so lecker, riecht das. Ah, ganz, ganz toll, ey. Das ist, müsst ihr mal ausprobieren. Das ist echt toll vom Action. Kann ich euch wirklich empfehlen für eure Männer. Ist hier für einen Mann, ne? Oh ja, Kuschelsocken habe ich mir geholt. Die habe ich da gesehen. Die sind hier, guck mal, sehen aus wie Bärchen hier. 1,19, 1,29 oder so für zwei Paar. Und dann einmal hier so Leoprint. Fand ich voll cool. Der Winter kommt und dann habe ich warme Füße. Die halten ja auch nicht ewig, ne? Und die von letzten Jahr, die sind schon hier oben oder ein bisschen ausgeleiert halt. Und die sind jetzt wieder schick. Dann habe ich erstmal wieder welche. Die finde ich ganz toll. Ja. Ihr auch, ne? Bestimmt. Gut. Was gibt's noch? 99 Cent. Airwick. Also ich muss sagen, die ist ähnlich wie diese... Och, die ist so... Ich liebe die. Geruchsintensiv. Kann ich ja gleich mal eigentlich anmachen. Aber ich habe da jetzt echt Bock drauf. Das ist Zimtapfel. Ich liebe das. Und davon haben die wohl so viele. Deswegen waren die runtergesetzt. Ich habe mir aber nur eine mitgenommen. Apfelstrudel ist das. So lecker. Warum habe ich mir nur eine mitgenommen? Shit. Jetzt ärgere ich mich, ne? Naja, egal. Aber ich habe den Duft hier. Milo, lass liegen. Ja, warte. Ein Leckerli kriegst du noch jetzt. Nerv mich, bitte. Mach Sitz. Feiner Hund. So, dann. Machen wir das mal an. Tja, Geruchsfernsehen wäre es noch, ne? Wisst ihr ja. Gut, stellen wir die mal dazu, weil die riecht überhaupt nicht hier. Dieses Gläschen da. Ja. Machen wir mal hier weiter. Das fühlt sich an, als wäre das... Ich das so hinlege, seht ihr das nicht so, ne? Dann habe ich mir die drei geholt. Die habe ich auch schon in 1000 Videos gesehen hier. Bei uns hatten sie die letztes Mal noch nicht, jetzt haben sie die. Ich habe nur die drei Farben. Das reicht mir auch. Finde ich gut. Ein 99 Cent ein Paket. Ja. Ihr wollt nicht wissen, was ich da schon wieder gelassen habe. Das sind so Holz-Embellies. Hangtags. Ich habe einen Holz-Gravierstift und da wollte ich mal gerne Kreativität freien Lauf lassen, ne? Und dann da mal was draufschreiben oder draufmalen mit meinem Holzbrenner. Genau. Den habe ich einmal mit diese und einmal mit Rond. Einmal Rond. Und in die, wer waren die denn, ey? 89 Cent oder so. 98. In jedem sind 8 Stück drin.
Ja, fand ich gut. So, dann habe ich mir die geholt. Eine Farbe habe ich noch. Ja. Die habe ich nämlich auch die ganze Zeit bei uns gesucht, diese schicken Umschläge hier für Karten. Und jetzt hatten sie die mal da, Gott sei Dank. Also durften die dann auch mit, die waren auch sehr günstig, 59 Cent oder so. Ja. So, jetzt wird's eng, jetzt packe ich das mal da rein in die Action-Tüte. Okay, dann habe ich mir die Stencils geholt. Und zwar von jedem Set einmal. Und da sind hier auch mehrere drin. Und die wollte ich ja letztes Jahr schon haben. Da hatten die anderen Motive. Warte mal. Seht ihr das? Das sind die Motive da drin. Hä? Wie ist denn das jetzt schon wieder? Ja, für Karten oder anderes Mixed Media kann man das ja auch benutzen. Sterne finde ich ganz toll. Also dieses hier finde ich sehr gut. Ja. Die ich nicht benutze, packe ich vielleicht in ein so ein Ding rein und gebe die weiter oder so. Oh, cool. Mit Noten. Kleeblätter. Schleifen, Herze und Kronen. Sehr cool. Und dann einmal so kleine Blümchen. Ja. Sehr schön. 79 Cent einer. Ja. Letztes Jahr habe ich keine gekriegt, leider. Erwarten die auch andere Motive. Die fand ich allerdings auch noch ein bisschen toller wie diese hier. Aber egal, jetzt habe ich sie. So, da muss ich mal eben noch mal gucken. Habe ich jetzt alle hier? Dann habe ich mir Cutting Dies geholt. Und zwar den und den und den ist für meine Freundin. Der meine ich. Und dieser hier wollte ich ihr geben. So, jetzt habe ich den aber gar nicht doppelt geholt. Ja, ich schau mal. Auf jeden Fall kommt das dann mit ins in Adventskalender rein. Die hat nämlich kein Action. So. Also für Freunde mache ich das, ne? Aber leider nicht für Fremde oder so. Weil ich komme auch nicht immer dahin. Und seht ihr, wenn ich einmal dahin komme, da bin ich. Dann ist mein Fahrrad voll. Da habe ich keinen Platz, dort noch jemanden was mitzubringen, leider. Außer. Ja, eine Freundin mal. Aber, ja, das ist nur diese eine, die für die ich das mache. Jessie, wenn du das Video siehst, du kommst ja besser zum Action hin als ich. Aber zum Beispiel, wenn da mal was wäre, was sie jetzt zum Beispiel nicht bekommen hat, ich bin beim Action und ich sehe das auch mal, dann werde ich das natürlich einpacken, aber sonst nicht. So, dann habe ich noch das hier mitgenommen. Oh, da ist noch einer, siehst du? Wusste ich doch. Habe ich den doppelt genommen? Ja, dann kriegt sie da noch einen von, nämlich. Genau. Diese finde ich eigentlich, naja, sonst sind die viel teurer. 2,86 finde ich ein bisschen teurer, aber ich habe jetzt ja auch nicht so die Ahnung, ne? Das läppert sich, ne? Ich habe 97 Euro haben wir bezahlt. Schon wieder. Deswegen darf ich auch nicht zum Action, ey. Das ist Wahnsinn. Dann habe ich hier so kleine Taschen gekauft. Kleine Täschchen für Tauschpakete oder so. Naja, ich habe jetzt nicht so auf die Farbe vom Papier, aber das geht eigentlich geachtet. Ist so ziemlich neutral.
Dann diesen hier, den habe ich auch schon im Video gesehen. Aber ich muss euch immer sagen, oder ich muss euch sagen, in echt sieht das immer besser aus. Ganz toll. So viel Gutscheine, das ist, glaube ich, ja für Gutscheine oder so. So viel Gutscheine habe ich auch nicht zu vergeben. Aber das kann man ja auch für was anderes nehmen. Den. Ich werde das auch für was anderes nehmen. Das finde ich ganz toll. Das auch. Das kann man fremd entwenden, auf jeden Fall. Ganz schick. Und dann ein Block. Sun and Fun, den fand ich auch toll. Ich weiß nicht, ist der neu oder alt. Ich fand den gut. Nur dieser eine kleine ist es. Da wollte ich auch Briefumschläge von machen oder ausstanzen oder so als Hintergrund, ne? Ja. Also Weihnachtspapier, wenn der drauf wartet, braucht ihr nicht drauf warten. Ich habe kein Weihnachtspapier gekauft. Die haben heute bei uns erst wieder die neuen Weihnachtsblöcke bekommen. Aber ich habe mir gesagt, ich habe noch vom letzten Jahr den goldenen, den silbernen, Vintage. Und ich habe noch so viel Weihnachtspapier, das haue ich erstmal raus. Das wird jetzt verbastelt am Adventskalender. Denn wenn ich dann kein Papier mehr habe, dann kann ich mir irgendwann wieder Papier holen, weil, ja, was soll ich mit 100 Blöcken? Aber jetzt widerspricht sich das, weil ich habe 4 gekauft, 4 Stück. Mal gucken, welcher ist das? Und zwar habe ich diesen hier gesehen. Da haben wir Vintage Basics. Der ist so genial. Mixed Media. Seht ihr das? Habt ihr den schon mal gesehen? Ich weiß es nicht. Ist der neu oder alt? Keine Ahnung. Ihr könnt mir das gerne unten in die Kommentare schreiben, bevor ihr gleich wieder den Daumen runter macht. Aber guckt ihr das mal an. Den habe ich 2-mal mitgenommen. Also den konnte ich nicht da liegen lassen, ne? Und neben mir war eine Arbeiterin, die musste schon lachen. Ich sage, ich muss hier weg. Seht ihr ja, was ich alles wieder eingepackt habe, ja. Ganz toll, das Papier. Schick, schick. Und da dann kann man ja obendrauf was Buntes noch, naja, oder auch nicht, ne? Muss ja nicht immer alles so bunt sein. Aber mir kommt es auf die Laune an. Manchmal bunt, manchmal nicht so bunt. Aber das ist mega, das Papier. Oh, Gott sei Dank habe ich das 2-mal mitgenommen. So, da kommt es jetzt nochmal. Ist die Mitte, oder? Nee, noch nicht. Das ist die Mitte. Ja, ganz, ganz toll. Und dann habe ich den ja. Wo ist der? Den habe ich da mitgenommen. Warte. Ja, das ist der zweite. Das kann man ja in jeder Jahreszeit benutzen. Ja, die beiden durften dann noch mit. Der, das ist die Fresh Feelings. Das ist viel mit Wasser, hat das zu tun. Mal eben ganz schnell gucken. Wenn ihr es in euch nicht gefällt, könnt ihr ja vorspulen. Bisschen was hätte ich noch zum Angucken. Bisschen Halloween kommt noch. Oh ja, ganz toll. Also ich finde das ehrlich gesagt viel besser als das Weihnachtspapier. Das kann man wenigstens das ganze Jahr über benutzen. Und das kann ich auch in, oh, nie mehr Jungfrauen. Nächstes und übernächstes Jahr noch benutzen. Hier Wasser. Algen. Cool, cool, cool. Ja, die Mitte. Sehr, sehr cool. Ich freue mich.
freue mich, ich freue mich. Lila, Lilac Florals. Lila, wie es schon sagt, ja, lila eine Blume. Ist ein bisschen wie Omas Gardine. Oder. Aber ich mag die Farbe auf jeden Fall. Auch als Hintergrund vielleicht. Oh, das ist doch neutral. Also den fand ich auch toll. Schick. Auf jeden Fall. Oh, das ist auch toll hier. Ist auch so ein bisschen Vintage angehaucht, finde ich. Sehr schick. Ja, und da ich mir ja schon ewig keine... Sehr blumenlastig. Da ich mir ja schon lange keine Black... Das war der. Blöcke mehr gekauft habe, habe ich mir die viermal gegönnt. Jetzt ist aber auch erstmal wieder gut. So, das kann hier auch noch rein. Was gibt's noch? Da. Halloween! 3,99 beim Action. Ich will den mal anmachen. Der soll bei mir vorne an der Haustür. Und dann leuchtet. Und auf. Jetzt habe ich einen kaputten mitgenommen oder was? Achso, da geht es rum. Yay! Guck mal. Lalala. Der Blip blinkt. Ist der cool oder ist der cool? Ja, cool. Mal gucken, ob der noch andere Sachen macht. Wo war denn jetzt der Pünöpel da? Oh, andere Farbe gibt's da. Farbwechsel. Das wusste ich gar nicht. Cool. 3,99 und ich freue mich. So schnell kann man mich glücklich machen. Ist der geil oder ist der geil? Ich freue mich echt. Toll. Klasse. Das hat sich gelohnt. Kommt das Kind wieder in mir raus. Jetzt bin ich alle ein bisschen blühner. Oh, da gibt noch mehr Stufen. Was macht er jetzt? Aha. Sieht er das noch? Ja. Wow. Muss ich aufpassen, dass sie mir den nicht klauen. Ja, Boden festkleben. Oder ich stelle ihn auf unser Terrarium. Da kann mir das keiner klauen. Yo! Voll viele Programme hier drin, Leute. Für 3,99. Und fertig. Sehr schön. Ganz toll. Ich bin begeistert. So, und dann haben wir noch für Halloween und Weihnachten Outdoor Laser Projector gekauft. Projektor. Projektor. Das sollte ein Witz sein, Leute. Ich weiß, wie man das ausspricht. Mit Zeitangabe hier. 2, 4, 6, 8 Stunden soll das denn leuchten. Rest ist das aus. Und das leuchtet dann so die... Das leuchtet die Wand an. Und dann leuchtet da die ganze Wand dann halt. Das ist schlecht sehen, ne? Ah ja, doch. So seht ihr das. Jo. Und das kommt bei mir auf den Balkon. Bin verrückt, ne? Zu Halloween mache ich's und dann zu Weihnachten. Ja. Eigentlich gibt's ja auch so Scheiben hier, die man da drauf tun kann. Und dann erscheinen da so Figürchen an der Wand. Mal gucken, ob ich die noch kriege bei Wish oder so. Kosten die ja nix. Ja, 20 Euro, ne? 19,95. Ja. War jetzt nicht so günstig, aber den wollte ich vorletztes Jahr schon immer haben und jetzt habe ich ihn. Grüner Tee für 99 Cent darf auch nicht fehlen. Das hatten sie vorher, da hatten die nie was zu trinken. Wenn ich zum Action gehe, hole ich mir einen grünen Tee. Und Papa holt sich eine Cola. Die kosten da 99 Cent oder 89 Cent. Ja. Weil ich trinke nämlich, huch, jetzt wird es hier eng langsam. Habe ich das jetzt verschoben? Nee, ich trinke nämlich Cola Light. Pepsi Cola.
Der Kürbis ist ja geil, ne? Ich finde den so cool. Ich habe gedacht, der, naja, der leuchtet denn halt. Aber dass der so bunt leuchtet, das wusste ich nicht. Das habe ich nicht gewusst. 89 Cent eine Bürste. Mit Spiegel. Kuckuckucku. Kuckuckucku. Ja. Durfte auch mit. Dann habe ich hier noch ein Highlight, möchte ich sagen. Das möchte ich euch so sagen, wie das ist. Und zwar habe ich endlich die Metallic-Stifte bekommen vom Action. Und davon wollte ich dann auch gerne ein Video machen gleich, weil ich glaube, dass es das noch nicht gibt. Wenn ja, dann ist es halt so, aber ich mache trotzdem eins, weil das ist auf meinem Kanal so, wenn ich mir neue Farben kaufe, die probiere ich dann erstmal mit euch aus. Also die, also kommen natürlich noch mehr, ne? Dann hier mit Metallic Weiß und Metallic Schwarz. Da bin ich sehr gespannt. Jetzt kein Bock, die alle rein einzeln da rauszuholen. Ein paar habe ich noch. Ein paar, ne? Metallic Blau und Purple Metallic. Metallic Grün, Metallic Schwarz. Okay. Metallic Schwarz, Metallic Weiß. Metallic Schwarz, Metallic Weiß. Dreimal. Und Gold und Silber. Und hier, Entschuldigung, habe ich Metallic Gelb und Metallic Rosa. Ja, mal gucken, wie die sind, die Farben. Und ich war heute ja draußen, mich hat eine Mücke gestochen, zweimal. Ja, und die will ich euch dann gleich mal zeigen, wie die schreiben und malen und so. Auf weißem und auf schwarzem Papier natürlich. Das wird jetzt gleich mein nächstes Video. Jetzt habe ich die mal da rein. Und die da rein. Jo, wenn euch mein Video gefallen hat, dann gebt mir noch ein Däumchen nach oben. Nicht nach unten. Nein, Quatsch. Und lasst mir doch ein Abo da, wenn ihr wollt. Und ja, ich bin doch eine Nette. Nett ist die Schwester von Scheiße, ne? Quatsch, ist Spaß. Leute, bei mir müsst ihr ein bisschen Spaß abkühlen. Das Leben ist ernst genug. So, gut, ich pack jetzt alles erstmal wieder ein und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis denn, schönen Abend wünsche ich euch noch. Tschüss.